Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Marco. Nina und er sind irgendwie nicht so ganz auf, keine Ahnung, auf einem Zweig, auf einer Welle, auf einer, keine Ahnung, auf einer Welle sagt man glaube ich eher, gell? Weil eben haben sie sich halt gerade ein bisschen angeflaumt. Aber was soll's. Die ist ein bisschen, weiß ich nicht. Kann ich dich irgendwie kennenlernen? Also bitten zu gehen. Nach Tag fragen. Wir fragen es jetzt einfach mal nach dem Tag. Dann, wir hatten uns ja noch nicht mal vorgestellt eigentlich über Interessen reden. Das kann ich auch machen. Hier Wachs sammeln. Kann ich nicht irgendwie über Gewitter sprechen? Keine Ahnung, dramatische Geschichte, Fest in der Geschichte, nach Tag fragen, Zeitplan zeigen. Keine Ahnung, was das jetzt bewirkt. Kompliment über Outfit machen. Das machen wir auch mal. Umarmen. Über warme Temperatur reden. Ja, er sagt einfach mal drauf geschissen. Warte mal. Bevor du jetzt hier schlafen gehst, wirst du es ja einfach mal bitten zu gehen. Geht das noch? Was zum Düngen macht, der ist schon gedüngt, okay. Super! Ja, das ist super. Hä? Oh, danke! Ich sah gut aus, echt cool. Na dann, passt ja alles, oder? Schlafen. Verbessern. Was fehlt mir da? Geschicklichkeit Level 8. Welches Level hatten wir denn jetzt eigentlich? Muss ich doch mal gucken. Level 7 haben wir. Schreinertisch. Geschicklichkeit Level 7. Das habe ich ja noch gar nicht aufgeschrieben, was wir da eigentlich alles machen können. Möbel herstellen. Was haben wir denn? Wandschmuck. Haben wir das schon? Wandschmuck hatten wir schon. Wandregal, Spiegel, Garten, Topf, Kiste, Esszimmer, Stuhl, Tisch, Beistelltisch, Barhocker. Das hatten wir alle schon. Skulptur, ist da was dazu gekommen? Drachen, Hasen, Elefanten. Genau, die großen Skulpturen, Häschen, Messerblock, Pferde. Nee, da kam auch nichts dazu. Was, bei Level 7 kommt da gar nichts dazu? Echt jetzt? Ernsthaft? Das ist ja richtig langweilig. So, dann werden wir dich jetzt hier mal alles ernten lassen. Die Trauben auch. Das hier wäre irgendwie cool zum... Möchte es irgendwie... Nein, muss ich nicht. Okay, verbessern. Automatisches Bewässerungssystem. Das machen wir mal. Dann, wie geht's unserem Baum? Den würde ich gern düngen. Also das ist ein Leckerchen. Okay. Mal gucken, ob man das dann irgendwie sieht, dieses Bewässerungssystem. Und dann werden wir hier, glaube ich, mal ein paar Sachen wieder recyceln, damit die Kacke wieder aus unserem Ding rauskommt. Aber, was ich vorher noch mache, ist hier Aktionspläne anschauen. Ah, es sind noch keine. Wofür möchte Marco abstimmen?
Freitag bis Montag, 8 bis 18 Uhr. Okay. Ja, dann. Wieso kann ich das gerade nicht angucken? Aha, keine Ahnung, warum das gerade nicht geht. Was soll's? Wir müssen dann eh mal gucken, dass wir hier irgendwie zu Kohle kommen. Ah ja, Job finden. Da war was. Ich jetzt? Ich kann keinen Job finden. Das geht abseits des Netzes nicht. Ah. Warum kann ich dann shoppen? Und bei Sim da. Oh. Das sieht man ja wirklich. Die Abstimmung wurde eröffnet. Sehr schön. Was haben wir denn für Abstimmungsdinger? Beantragen hier. Dann geh gleich mal abstimmen. Oder warte mal, bevor du abstimmen gehst, lässt du hier Reste nehmen und essen? Wenn du schon da oben bist, dann mach das mal eben. Ein Ei. Ein stinknormales, gewöhnliches Ei. Nina. Aussehen gewöhnlich. Worauf steht er eigentlich? Gewöhnlich, gewöhnlich. Was sagt er denn eigentlich bei der Ava? Gewöhnlich. Candy, gewöhnlich. Okay, die Katharina Lynx, die findet er nämlich eher attraktiv. Haha, okay. Ich glaube, an die sollten wir uns ranhalten. Ich glaube, an die Katharina sollten wir uns ranhalten. Die hat zwar so einen komischen Hut auf mit Katzenohren. Da. Ja, ich weiß, du hast einen empfindlichen Magen, aber du musst ab und zu mal was essen. So, und dann gehen wir noch abstimmen. Und dann. Dass das so viel pupsen muss. Aber das ist halt, ja, ist irgendwie nachvollziehbar, nachdem er so einen empfindlichen Magen hat. Aber die Rechnung kann ich auch einsehen, gell? 212. Wasser minus 1. Warum? Wegen der automatischen Bewässerung. Kann man das eigentlich wieder entfernen? Verbessern. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr entfernen, gell? Weil die Dinger, die kannst du nicht verbessern. Nee. Du kannst nur bauen. So, was wollen wir denn? Energieeinsparung. Erneuerbare Autarkie. Warum? Warum weiter den Konzerne füttern und im Hamsterrad des Konsums laufen? Wir können eine Gemeinschaft der Selbstversorger gründen. Angeln, Gartenarbeit und Geschicklichkeit. Ich dachte, das haben wir schon. Oder war das was anderes? Aber das mit der sauberen Energie wäre, glaube ich, nicht schlecht, weil dann könnte ich nämlich das Handy auch dementsprechend verwenden. Bist du deppert. Dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt erstmal irgendwie irgendwo hin in die Stadt fahren. Und zwar haben wir hier eigentlich. Ach ja, genau, weil die Frage auch kam, ob ich Stranger Will habe. Ja, ich hab's, ihr seht's. Ich habe da jetzt, glaube ich, aktuell eh alle. Ja, okay, aktuell habe ich eh alle Nachbarschaften.
Also ich könnte dann auch mal da reinschauen und Strange ein bisschen begutachten. Ach, Entschuldigung. So, soll ich dann noch warten, bis das gemacht ist? Dann warte ich noch. Dann mache ich jetzt erstmal kurz ein bisschen Fitness. Eventuell gleich mit der Katharina. Dass wir da ein bisschen Zeit zusammen verbringen und so. Oder? Und uns gleichzeitig auch bewegen. Also aktiv bewegen. Oh. Die sind recht schlank. So, und zwar zusammen trainieren. Machen wir das so. Sie ist schon voll in Sportkleidung drin. Ja, noch überhaupt nicht. Vor allem, sie ist auch eine junge Erwachsene. Nicht eine Erwachsene. So, ich werde hier meine Muckis mal aufbauen. Ein bisschen. Irgendwie gar so durchtrainiert schaut er nicht aus. Aber es muss ja auch nicht jeder durchtrainiert ausschauen. So, wie geht's dir, meine Liebe? Gehst du jetzt laufen? Warte mal. Können wir nicht nebenher reden? Von Geschicklichkeit schwärmen, von Gartenarbeit schwärmen, von, keine Ahnung, Katharina zum Make-up reparieren einladen. Wieso einladen? Wir könnten sie mal fragen, ob sie Kinder hat, aber irgendwie sprechen die ja nicht. Aber sie scheint irgendwie eine Katzenfreundin zu sein. Das könnte ich sein. Mhm. Okay. So, also er hat ein paar Sachen drin. Frage von Katharina anhören. Hä? Ja, dann frag doch mal was. Aber irgendwie ist sie irgendwo und fragt genau gar nichts. Wir könnten ja dann auch mal ein bisschen flirten mit ihr, gell? Das könnte man ja auch machen. Ich will schwitzen, Fitness mag. Ja. Was für ein Rausch. Der Adrenalinschub verleiht Marco ein fantastisches Gefühl. Sind seine pulsierenden Muskeln ein Zeichen dafür, dass er Fitness mag? Ja. Okay, so. Ah, jetzt spricht er. Anzügliche Blicke. Muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen, oder? Sie ignorieren sie mal. I don't have any children. Okay. Also, sie hat mal keine Kinder. Dann. Gefühl erhalten. Du hast mir den Tag versüßt. Das ist doch richtig süß, oder? Bitten den Haushalt anschließen. So, Bewunderung ausdrücken. Wir haben ein bisschen trainiert, das passt schon. Geheimnis ausplaudern. Ja, genau. Also scheinbar ist sie doch irgendwie sehr angetan, gell? Fürsorglich. Okay, können wir irgendwas Fürsorgliches machen? Von Herstellung schwärmen. Alter, musst du neben ihr pupsen? Das macht man nicht. Ausdrücken zu rücksichtsvoll zu sein. Das klingt irgendwie so selbstlose Großzügigkeit, erwähnen, wie das kommt. Über die Herrspielung nicht inspiriert. Okay. Aber bisher läuft es ja relativ gut. Also scheinbar findet sie ihn auch irgendwie so ein bisschen flirten. Flirty, flirty. So, können wir nicht eigentlich die Nummern austauschen? Ja.
Sansa Monarch. Bondi. So. Gestehen, Komplimente über Aussehen machen. Was kann man dann noch machen auf einem Teller? Da, Nummern austauschen, das war's. Das hätte ich gern gemacht. Ich hoffe, es macht's. Uchima Eifen. Harsafe Froben. Havoy Sibua. Sibua. So, wir könnten hier dann noch eine lustige Geschichte erzählen. Okay, das macht sie. Das macht sie, sehr schön. Angenehmes Gespräch, das ist schön. Bei wem hat er jetzt die Gefühle erhalten? Lass mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Oh, ist das süß. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Was will er denn hier grob vorstellen? Hallo, rennst du einfach hin? So, wir könnten hier aber auch zusammen trainieren. Zweideutiges Gespräch. Lass uns noch ein bisschen trainieren hier. Bitte. Oh, schade, Nina kommt. Nee, warte mal, das ist Nina. Alter, wie viele rothaarige rennen hier eigentlich rum? Hey, du bist so ein Affe. Warum gehst du da jetzt hin? Die Kyla Fleming. Geht sie jetzt einfach, oder was? Wo geht sie hin? Sie geht einfach. Ist sie fertig? Na toll. Aber ich habe ihr den Tag versüßt und sie hat sich voll toll gefühlt. Inspirierendes Vorbild, weil von jemandem in der Nähe beeindruckt ist. Wenn sich Marco in der Nähe von jemandem befindet, zu dem er aufblickt, kann er dazu inspiriert werden. Wozu? Alter! Kann er seine Träume zu verwirklichen. Oh, wie süß! Heißer Draht, weil Nummern ausgetauscht hat. Oh, okay. Ich liebe Fitness. Gutes Training. Okay. So, wenn wir dann hier mit dem Training fertig sind, könnten wir eigentlich gleich die Duschen, erfrischende Duschen nehmen. Corbani, Stulane Lamina. Hey! Fitnesstrainer, echt jetzt? Level 3 der Fitnessfähigkeit. Okay, Marco kann jetzt auf dem Laufband einen Dauerlauf machen. Außerdem kann er den Computer nach Trainingstipps durchsuchen. Marco schwimmt jetzt schneller. Cool. Oh, Grad Tissawam! Tägliche Obergrenze erreicht. Okay. Hey, was ist da jetzt los? Was haben wir da jetzt bekommen? Schwer beeindruckt. Okay, er weiß, was er tut. Marco ist voller Respekt. Okay. Gefühle von Marco geben über Khaled. Na dann? Und was geht da jetzt ab? Die kommen einfach hier eigentlich halt nackt runter und plaudern mit mir. Echt jetzt? Bovi Bumi. Die irgendwelche hier. Neymana, Axin Slaboon, Blumel, Funso, Quans, Quans! Harsafe Probe, Boy Sibua, Simona Zero, Gamo, Deer Koi. Alter, wir sind schon komplett dreckig. Wie sollen die Grenzen gehen? Wann bist du denn damit fertig eigentlich? Da, Katharina. Ich bin froh, dass du mir
geraten hast, Zeit mit Chucks Feuer zu verbringen, denn ich habe mich gut amüsiert. Okay. Du sollst doch jetzt duschen hier. Erfrischende Duschen nehmen, bitte. Und dann werden wir das Outfit ändern in dieses hier. Oder warte mal, haben wir nicht eigentlich... Hä? Was haben wir eigentlich gerade? Herbst, gell? Dann werde ich dann in dieses hier ändern. Weil wir werden dann einfach gleich mal nach Hause gehen. Ja, industriell. Das ist blöd. Ava, erinnerst du dich, wie wir uns getroffen haben? Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ja, ich erinnere mich. Sir Philip Bookstar. Freundschaftliche Zusammenführung. So ist die schwanger oder? Nee, ich glaube, die hat einfach nur so einen witzigen Bauch. Ich habe gerade eine Wette abgeschlossen und der Verlierer musste dir Geld geben. Verschwende es nicht. Okay. Nüsch, nüsch. Nüsch, nüsch. Also er fühlt sich scheinbar echt gut, weil er jetzt hier so trainiert hat. Wo sind wir denn daheim? Da sind wir daheim. Und zwar werden wir jetzt gleich hier hinreisen, bevor wir nach Hause reisen. Und noch ein paar Sachen herstellen, würde ich sagen. Ach, hat er das gar nicht fertig gemacht? Ist das jetzt meins, was ich hier verwerfe? Dann werden wir hier noch ein paar Sachen recyceln. 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 Glühorb, genau, das wollte ich dann eigentlich auch mal pflanzen. Verdächtiger Sprudel. So, Marco hat seine Gründung weggeworfen. Ja, das ist halt Kacke hier auf dem öffentlichen Ding, weil ich kann nichts irgendwie... Wer jammert denn da jetzt rum? Echt jetzt? Musst du dich genau an das scheiß rote Ding stellen? Oh Gott. Recyceln. So. Das hier ist immer so ätzend, wenn man das alles nochmal raussuchen muss. Das hier, das können wir weggeben. Dann die hier. Das hier. Speisereste. Verdächtiger Sprudel. So. Jetzt gehst du da hoffentlich bitte gleich ran. Nicht bereit, nicht bereit. Sehr satt, prächtig. Mhm. Dafür, dass das hier eigentlich eine ist aus dem Hexen, aus der Hexenerweiterung. Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber nun ja. Also gut, ich sage es jetzt. Ich habe mich in dich verliebt. Puh, jetzt ist es raus. würdest du mal mit mir ausgehen? Du bist so cool. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Lass uns einfach nur Freunde sein. Oh, alles klar, kein Problem. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert, okay? Gern. Ich hoffe, du hörst jetzt auf zu mir. Du hast einen Ehemann. Du hast ein Kind. Ich weiß zwar nicht, ob dieses Kind von deinem Ehemann ist. Ich bezweifle es irgendwie, aber man weiß ja nicht. So, und jetzt wirst du hier nochmal probieren, diese Kommode anzufertigen. Genau, dafür, dass sie eigentlich aus einem Hexen-Addon ist, also aus dem Hexen-Addon ist,
gleich wie die anderen beiden, sieht man die aber kein einziges Mal rumzaubern. So in der freien Welt ist. Ich habe die echt noch nie rumzaubern gesehen. So, ich hoffe, dass das jetzt mal was wird. Die Hillary. Die hat sich ja komplett aufgeführt hier. Katharina! Hallo Marco, Paolo Rocca hat mich zu einem Date eingeladen. Soll ich zusagen? Nein! Ich will die zu einem Date einladen, verdammte Axt! Da ist der nächste Zauberer. Okay. Ich müsste mich echt mal beeilen hier, gell? Recycelter Müllhaufen. Also, ich meine jetzt dann so 18 Uhr, das passt eigentlich eh richtig für ein Date. Wenn ich jetzt auch mit ihr essen gehe oder so, da. Das Licht der Festtat bekommen. Feiere die Sterne und wünsche dir eine gute Zukunft. Okay, da könnten wir dann hingehen, gell? Traditionelles Outfit, Tatina, Wunsch nach Tanababaum. Respekt zollen. Ich glaube, da werden wir dann mal hingehen. 18 Uhr bis 1 Uhr, sehr schön. Das ist doch nicht zu festig. Level 4 der Herstellungsfähigkeit haben wir jetzt erreicht. Oh. So, Herstellungsfähigkeit. Level 4. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da dazu bekommen haben. Ist das jetzt fertig? Ach komm, bitte lass es jetzt nicht wieder kaputt gehen. Level 4, okay. Esszimmer, Stuhl, Tisch. Oh, die Teile kann man dann auch selber herstellen. Wie cool ist das denn? Okay, das werde ich mir dann mal aufschreiben. Komm schon, lass mich das bitte fertig machen. So, also, wie heißen die Teile? Esszimmer, Stuhl, Tisch und dann haben wir hier noch Tuning-Teil. Gewöhnliches Tuning-Teil. Tuning-Teil für Küche und Sanitär. Habe ich das jetzt endlich bekommen oder nicht? Wo sehe ich denn das jetzt? Dum, 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 dum. So, bevor wir hier jetzt weggehen, habe ich das jetzt bekommen? Also eigentlich sollte es fertig hergestellt sein. Okay, dann würde ich sagen... Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Und zwar Lichterfest besuchen mit... Kann ich das mit ihr nicht besuchen, oder was? Nein, ich kann das mit ihr nicht besuchen. Echt jetzt? Lymphia Zirpa. Ein Freund anrufen. Bips Wabitabi. Tharpthenic. Nopa. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Scheißlichterfest ist. Zu einem, kann ich sie nicht zu einem Date einladen oder so? Parsifei Proben, Mino, Quar Gorbene.
Ja, Arbeitsamt registrieren. Bulein der Gelder. Schmun, du bin schorg. Zappen Quarz der Bean. Schimre, Lons of Sardi. Benosse Batne. Ja, Flor Trieb. Um Verabredung bitten. Genau, Sie hier bitte. Ich bin froh, dass wir uns heute unterhalten haben. Wunderbar. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo dieses scheiß Fest ist. Aber ich glaube, das ist hier, oder? Kann das sein? Honey Pop. Ich gehe einfach mal hier hin. So, wie schauen wir da aus? Reisen nicht möglich. Ich wollte eigentlich die Pause drücken. Ist jetzt das komische Mondfest oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Essen bestellen. Eierrollen. Auberginen, süß sauber. Okay, wir essen das hier mal. Beide Sims gleichzeitig kurz kokett sein lassen. Sitzen und mit Verabredung sprechen. Eigentlich wollte ich dieses Fest da besuchen. Okay, sie bestellt hier was. Wieso bist du jetzt beschämt? Unterhakel wegen telefonieren. Kann ich mich verstecken? Sieht ziemlich. Okay. Er sitzt irgendwo, sie sitzt irgendwo. Okay, passt. Okay, Sims gleichzeitig verspielt werden lassen. Mit Verabredung Kontakt knüpfen. Okay, wir werden uns jetzt dann auch hier hinsetzen. Sitzen. Wenn ich dann fertig gegessen habe, unhöflicherweise. Ohne sie. Okay, ich kann das gleich mitnehmen. Sehr schön. Ah, okay, sie singt mir einfach. Junge, ich will mich da hinsetzen, Matteo. Was soll das? Okay, du hast dich überhandelt mit deiner. Nein, du sollst dich nicht mit ihr plaudern, sondern hier mit ihr hinsetzen und dich mit ihr unterhalten. Wie wär's denn damit? Charky Bibna. So, worüber unterhalten wir uns? Maya schaut irgendwie so traurig aus. So. Wir fragen einfach mal so ein paar Sachen. Ah, hier, bei ihr kann ich das sagen. Bittende Freunde zu sein. Änderung ausdrücken. Jabini Noe Biyarmish. Floopy. Bavosi. Oh, and Fora. Sie schaut irgendwo hin. Okay. Warte mal, kann ich eigentlich auch ein bisschen, ich kann doch eigentlich auch ein bisschen flirten mit ihr, oder? Ich gehe mal automatisch auf Freunde. Fragen, ob Single ist. Also ich hoffe mal, dass sie ein Single ist. Okay, sie ist Single, das ist sehr schön. Anmachspruch. Liebe, ach, Techtelmächte, Interessenfragen. Mal gucken, was da jetzt passiert. Okay, ist langweilig. Okay, ihr macht hier nochmal lustige Erzählungen, lustiges Geschenk geben, lustige Geschichte erzählen. Okay, wir kennen uns definitiv nicht gut mehr, als dass ich meine Vorlieben mit dir teilen würde. Ups, hoppala. Aber das passt schon. Wir müssen uns halt besser kennenlernen. Passt ja auch so. Ist ja auch ganz, 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 ganz gut über Planung.
on the bird. Attraktives Mädel Marco hatte während des Gesprächs den Eindruck, dass Katharina ihm ziemlich attraktiv war und fragte sich, ob er den richtigen Eindruck gewonnen hat. So. Einen Tag wollen wir hier noch verschönern. So. Wir haben das nochmal auf alle Fälle mal erreicht. Dann könnten wir eigentlich hier Solo singen, Duett singen. Country. Mit ihr. Machen wir das mal. Komm schon. Hör auf, Trübsal zu blasen, Junge. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Oh Gott. Ich bekomme Hornbluten. Okay. Okay, also das könnte man eigentlich nennen als Sätze, also das ist ein Sätze, ein Wort, ein Bait. Sätze, ein beliebiges Wort, ein. Aber ich denke mal, sie hatten Spaß miteinander, weil Spaß ist ganz oben, das passt schon. Jetzt hoffentlich für die auch. 2 Stunden hätten wir noch. 2,5. Okay. Ja, ja, gut. Ja, ich würde mal sagen, dass Singfähigkeit erworben. Okay. Ich würde mal sagen, das Date war an sich eigentlich richtig gut. Haben wir hier? Da haben wir Klos. Genau, das sind die witzigen Klos, die mit einem reden, gell? Toilettenstreich benutzen. Verwenden. So, okay, dann gehen wir hier noch aufs Klo, werden uns dann noch die Hände waschen, dann könnten wir uns eigentlich noch selbst Zuspruch geben und ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da haben wir gerade Müll gefunden und den sammeln wir gleich mal ein. Eigentlich ist das irgendwie ein bisschen creepy, aber ist ja wurscht. Und ja, also das Date, das war sicher amüsant, das auf alle Fälle. Und ja, sie haben sich ein bisschen besser kennengelernt und Marco hatte ja eigentlich einen ganz guten Eindruck. Den Eindruck, dass sie ihn auch mag, irgendwie so attraktiv findet und so. Ja, wurscht. Und dann werden wir mal mit der Zeit schauen, ob das auch so der Tatsache entspricht, sein Eindruck. Aber jetzt erstmal, ciao, ciao.